Grüß euch, Bananen. Heute steigen wir wieder auf. Und heute machen wir fürs erste Mal dieses Jahr einen Zwarer-Gipfel. Starten wir vom Jochberg. Ich sehe gerade schon mit wunderschönem morgendlichen Ambiente quasi gesehen. Im Hintergrund auch noch sichtbar. Genau. Auf hier auf den Zwiesel. Sprich, wir sind im Berchtesgadener Land. Losgegangen von Weißbach bzw. vom Jochberg. Genau. Und dann gehen wir auf den Hochstaufen. Wir steigen einen Mulli-Steig. Das ist immer etwas was anderes als ein Jägersteig, sondern ein Mulli. Schauen wir mal, ob uns der aufzieht. Oder müssen wir selber gehen. Genau, wir biegen jetzt ab, weg von der Forststraße, weil die hat auch, der oder die geht auch nicht mehr so wirklich weiter. Das heißt, wer auf der Forststraße aufsteigen möchte, also zumindest der Zwieselalm, der muss quasi schon deutlich eher abzweigen. Wir sind jetzt zwischen die Forststraßen immer wieder auf die einzelnen Pfade durchgestiegen, also zum bisschen verkürzen zwischendurch. Genau. Und jetzt geht es zickzack am Mulisteig zur Zwieselalm hoch. Da sind wir jetzt bei der Zwieselalm, weiter direkt zur Zwieselspitzen, zum Aufstieg. Genau, eine Wende quasi, keine Einkehrung. Da sieht man wunderschön, also das ist da herrlich zum Aushalten. Bad Reichenhall, wunderschön. Genau, und hinten natürlich Schnuschi, verschneit, Watzmann, Hochkönig, Hochthron. Da ist schon ein bisschen weniger. Könnte man vielleicht ab die nächsten Wochen bald mal hoch, wenn man nicht durch den Schnee mag. Jetzt geht's weiter.
Zwiesel, Spitze. Richtig schön da herum. Mit einer brutal schönen Aussicht nach Salzburg. Da hinten hinter der kuppenreichen Hall. Da noch Staufen. Und da natürlich die Berchtesgadener Hochalpen. Watzmann. Hinter der Hochkönig. Der Hochkalter, die Loferer. Da das Sonntagshorn. Genau. Und da hinten sieht man dann Hochgern und Hochfällen und dahinter so ein bisschen durchblitzen die Kampenwand. Da dahinter die Rosenheimer Berge, quasi meine Heimatberge. Was auch brutal schön ist. Genau, und direkt unter uns wunderschön der Friedensee. Da geht auch tatsächlich ein sehr steiler Aufstieg. Der Messer dann da durchs Geröllfeld und hinten hier auf der linken Seite auf. Dann über den Sattel zwischen Hochstaufen und Zwiesel dann durch, beziehungsweise Zehnerkopf, weil da dazwischen ist eine Zehnerkopf. Ja, wunderschön. Also von Adelgast geht wie gesagt auch Route über den Frillensee da hoch, ist aber sehr, sehr anspruchsvoll. Genau. So, jetzt haben wir quasi den Abstieg von der Überschreitung geschafft. Jetzt steigen wir wieder auf langsam. Wichtiger Hinweis zum Moment, nicht gehen. Das ist brutal schwierig. Der Schnee ist brutal weich, wenn man sich nicht ganz gut auskennt in die Berg und nicht absolut sicher ist, auch im Schnee, im tauenden Schnee, dann nicht gehen bitte. Ganz wichtig.
geschafft. Zumindest auf dem Mittelstaufen. Den Hochstaufen werden wir tatsächlich halt auslassen. Das war jetzt, die Überschreitung war jetzt ganz schön zach. Deswegen, wir sind ja vernünftig. Und daher auch eine wichtige Botschaft. Überschreitung bitte nur, wenn ihr wirklich sehr gute Kondition habt, euch auskennt mit Klettersteigen. Also es ist eigentlich ein einfacher Klettersteig, aber mit Schneeverhältnissen, weil überall letztendlich nur Altschnee quasi ist, in deutlicher Menge. Der sinkt aber, oder der ist total wach, man sinkt auch brutal ein, also da braucht man brutal viel Kraft. Deswegen die Überschreitung ist eigentlich ein Frühjahr, also späteres Frühjahr, Sommer oder Frühherbstaktivität, da ich jetzt mal sagen. Prost, by the way. Ja, wir sind jetzt 5 Stunden unterwegs. Die Zeit für die Überschreitung hat sie eigentlich tatsächlich auch gut gehalten. Also 2,5 Stunden schreiben es braucht man auch definitiv, vor allem bei den Konditionen. Genau. Jo, es ist jetzt eigentlich dann knapp hinterm Mittelstaufen schon der Abstieg. Das heißt, wenn wir zum Hochstaufen jetzt weitergehen, daten dann da nur tatsächlich jetzt noch relativ lang mit einem recht angenehmen Steigung letzt noch hochlaufen auf 120 Meter Höhe noch. Insgesamt auf 1750 oder 60. Und genau, und dann mal aber wieder zurückgehen. Genau, weil unser Abstieg, unser Zielort ist ja letztendlich wieder Jochberg und das ist da hinten und von dem her macht es wenig Sinn, wenn wir dann quasi den ganzen Weg wieder zurücklaufen müssen. Und da wir das Ganze ja zeitlich erschaffen wollen, genau, steigen wir jetzt ab. Herrlichen Bergbauernhof-Blick quasi geht es jetzt in den nächsten Minuten zum Parkplatz. Ja, Fazit: Aschini, sehr, sehr abwechslungsreich, sehr sportlich, sehr anstrengende Tour. Wie gesagt, Zwiesel kein Problem. Zum Staufen rüber sehr, sehr schwer, sehr gefährlich. Von dem her nur für Geübte, die den Klettersteig kennen.
am besten schon mal vorgeht, bevor man sich da irgendwie im Frühling quasi ranwagt. Ja, ansonsten, ja, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus.